Magdeburg gegen die Rhein-Neckar-Löwen war nicht nur die Neuauflage des Pokalfinales, es war auch ein besonderer Tag für Albin Lagergren. Er verlängert in Magdeburg seinen Vertrag bis 2028. Zu Beginn sah es so aus, als wollten die Magdeburger die Spielentscheidung in den ersten Minuten. Mit einem 4:0-Lauf legte der SCM los. Wir springen in die 10. Minute und das Problem der Rhein-Neckar-Löwen trug anfangs einen Namen, Nicola Portner. Hier seine 5. Parade. Zu Beginn hielt er 58% der Bälle. Die Rhein-Neckar-Löwen in der Verteidigung nicht zupackend genug, vorn viel zu viele Fehler, Tempo-Gegenstöße, Smarason. Hinze musste da schon bei minus 6 seine 2. Auszeit nehmen. Es drohte da schon eine Klatsche. Doch die Rhein-Neckar-Löwen steigerten sich. In der Verteidigung gewannen sie Bälle. Birlehm hielt ein paar Bälle. Es kam zu Tempo-Gegenstößen. Kohlbacher Abstand nur noch bei minus 3. Tolle Moral. Die Rhein-Neckar-Löwen waren angekommen in diesem Spiel. Halbzeitstand 16:13. Auch zu Beginn der 2. Hälfte sah alles noch gut und machbar aus für die Rhein-Neckar-Löwen. Sie hielten Kontakt, wieder Kohlbacher, Abstand wie zur Pause bei 3. Doch dieses Niveau konnten sie nicht halten. Am Ende für die Gäste 15 technische Fehler und Ballverluste. Die Magdeburger stibitzten solche Bälle wie hier. Saugstrup plus 7 dann der Vorsprung. Magdeburg stellte auf Sieg, stellte auf Demonstration. Solche Abspielfehler dürfen den Rhein-Neckar-Löwen einfach nicht passieren. Es ging dann für die Rhein-Neckar-Löwen um das Gesicht wahren. Und das erkannten dann Führungsspieler, aber zu viel einfache Tore für die Magdeburger. Plus 10 dann der Vorsprung für den SCM. Chancenlos auf allen Positionen die Rhein-Neckar-Löwen. Sie ergaben sich und Bergendahl 38:24. Mit minus 11 verlieren die Rhein-Neckar-Löwen die 2. Hälfte. Das war eine Katastrophe. Man kann in Magdeburg verlieren, ist immer die Frage, wie. Heute haben wir eine gute Rutsche bekommen, haben ja, einen Sack voll Weihnachtsgeschenke bekommen, die man nicht haben möchte. Ja, gerade in der 2. Halbzeit, uns fällt vorne nicht so viel ein, laden Magdeburg dann zu dem Tempospiel ein. Die machen viele einfache Tore, geben unseren Torhütern eigentlich keine Chance, weil zu freie Abschlüsse sind. Und wie gesagt, vorne, wenn wir den Ball nicht verlieren, dann scheitern wir oft frei. Von daher, ja, ich glaube, da müssen wir noch einiges draufpacken bis Mittwoch. Wir haben uns auf ein schwieriges Spiel vorbereitet, aber ich glaube, dass unser Fokus unglaublich auf einem hohen Level war, vor Minute 1 bis 60. Ich glaube, wir starten auch mit einem 4-1 oder sowas. Also, wir waren wirklich präsent. Unsere 2. Welle, Defense, Angriffsspiel, war alles wirklich perfekt. Und ja, ich glaube, man kann ruhig sagen, diese Saison, dass es wahrscheinlich einer von unseren besten Spieler in die Bundesliga war. Endstand 38:24. Anfang Februar gibt es dann das Wiedersehen im Pokalviertelfinale. Wieder in Magdeburg.